Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Ja, wir haben schon den Ort ein bisschen gewechselt. Wir sind jetzt hier am Amanaki Außenposten. Und ihr werdet es jetzt... Oh, jetzt bin ich wieder auf die Karte gegangen. Ihr werdet es hier schon sehen. Ich kann jetzt 2000 Dollar mitnehmen. Und zwar habe ich mir gerade die Ziegenteile da geholt. Und ja, die waren da auch bei unserem Missionsziel zu finden. Und zwar, ich guck mal hier auf der Karte... Hier sind sie ja. Da muss man eigentlich nur hier an der Straße suchen. Da findet man die relativ schnell. Ja, das habe ich gemacht. Habe ich jetzt mal extra geholt, damit das nicht gleich wieder so lange dauert. Und ja, ich schaue jetzt erstmal, was ich mache. Und ich gucke jetzt erstmal, was ich genau hergestellt habe. So, also ich habe hergestellt hier einen Waffengurt. Und zwar hier den robusten. Und jetzt möchte ich mir noch einen starken herstellen, um bis zu 4 Waffen gleichzeitig zu tragen. Mit dem robusten kann ich 3 Waffen mitnehmen. Und dafür habe ich, glaube ich, auch gar nicht die Teile gebraucht. Ich brauchte die nur für einen einfachen. Ja, dann habe ich die aber für den robusten genommen. Und ich glaube, das war dann gar nicht Ziegendings, was ich brauchte. Aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Jedenfalls brauche ich jetzt erstmal Haihaut. Und Munitionsbeutel wird demnächst auch noch kommen. Da brauche ich Wildschweinfell für. Und ja, dann werden wir demnächst mal gucken. Pfeilköcher, was brauche ich da? Ziegenfell, genau, habe ich auch jetzt eins. Gut, dann stelle ich jetzt einen neuen Pfeilköcher her. Gut. Weil ich glaube, für dieses andere brauchte man auch Schweinefell. Was auch immer. Und als Waffen habe ich jetzt dabei Bogen, die AK und hier schön die SVD als Scharfschützengewehr. Ich nehme jetzt aber wieder den Bogen. Und ja. So. Wo kommen wir jetzt hier raus? Ich denke mal hier. Waffenshop brauchen wir jetzt erstmal nichts. Ich werde jetzt erstmal noch ein paar Sachen sammeln gehen und mich wieder nicht mit der Hauptstory befassen. Wer hätte es gedacht? Und ich steige erstmal ins Auto und gucke, was man hier so machen kann. So, einmal da rein. So, die Frage ist jetzt... Wo gibt es was? Da muss ich jetzt einmal gucken. Und zwar hier auf der Karte. Was kann man hier machen? Also, was kann man machen? So. Einmal rauszoomen. Haben wir jetzt schon einiges erobert. Oh, da ist gerade was umgefallen bei mir. War die Wasserflasche, die hier steht. Tut mir leid, hatte vielleicht gehört in der Aufnahme. Braucht man ja auch. Ich meine, wenn man Let's Play zwischendurch einen Schluck... Ich habe mir eigentlich gedacht, ich habe ja hier schon den Funkturm, dass ich die beiden Ziele hier einnehme. Da setze ich mir mal, Entschuldigung, hier einen Wegpunkt hin. Hier gibt es auch, ich weiß gar nicht, was es ist. Gucken, wo es Haie gibt. Haie gibt es hier. Aber da möchte ich erstmal gar nicht hin. Gut, wo sind wir denn jetzt gerade? Wo sind wir denn jetzt? Ja, hier. Gut, im Auto sitzen wir ja und dann... Folge ich jetzt mal welcher Straße? Okay, dann muss ich doch wieder zurück und dann so. So. Ich hoffe, ich habe auch in den 20 Minuten, die ich jetzt ohne euch gespielt habe, ein bisschen meine Autofahrskills verbessert. Man wird sehen. Wir sind jetzt auch gleich schon im Feindgebiet. Ich werde vorher nochmal Ausschau nach grünen Pflanzen halten. Um ja eben noch vielleicht nochmal nötige Sachen herzustellen. Ihr wisst ja, Heilmittel. Kann man immer gut gebrauchen. Und dann geht's hier über die Brücke. Hui. Ich glaube, ich bin schon im Feindgebiet. Oh ja, ich fahre gerade rein. Ich fahre dann hier gleich rechts über die Hauptstraße weiter. Oder auch doch hier links, so. Aber ich muss es halt vorsichtig angehen. Und 200 Meter... Ja, dann steige ich jetzt hier aus. So. Immer den Bogen im Gepäck. Oh, da war ein Gegner. Wo denn? Ich kaufe mir demnächst auch nochmal einen Schalldämpfer. Für die Sniper-Schalldämpfer wäre natürlich geil. Ich schon fast wieder entdeckt.
So, und das Dorf liegt da, da wo der Rauch wieder kommt. Oh. Dann nehme ich mal die Sniper. Habe ich den nicht gekriegt? Wie viel schluckt denn der? Kriege ich den noch? Alter. Hätte ich doch lieber die. Oh, Aiming. Alter. Also, das war jetzt eine schwere Geburt, den Tiger hier zu kriegen. Mit Aiming ging das dann doch. Mehr oder weniger. Hat ja viel ausgehalten, also übelst viel. Tigerfell. Sniper-Sachen da ausgehalten, werde ich die jetzt mal eben nachladen. Kann ich gar nicht. So. Dann den Bogen. Was sind da für Tiere? Oh, alles Raubtiere. Hoffe ich mal, dass die mir nichts tun. Boah, das ging schnell. Krieg ich den Pfeil wieder aufgehoben? Oh ja, super. Also mit dem Bogen ist es viel, viel sinnvoller. Was haben wir hier noch? Die sind schon weiter weg. Ich lasse es lieber sein. Oh, jetzt habe ich den hier gegen geschossen. Egal, konnte ich wieder aufheben. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass die mich angreifen. Habe ich den auch gekriegt? Ja, okay, das wäre ja gut. Was sind das für Viecher? Kausu, oder was auch immer. Wo lag jetzt der zweite Tote? War doch auch hier irgendwo. Oder ist der runtergerutscht? Gut, dann greife ich in der Nacht an. Sind ja nur noch 45 Meter. Ich glaube, ein Alarm. Doch, die haben Alarm. Das habe ich gerade auf der Karte gesehen. Da ist ein Raubtier. Scheiße. Boah, fuck, geh weg. Jetzt haben sie Verstärkung geholt. Jetzt kann ich es eh neu starten. Kannst du dich mal verpissen? Boah, das ist ja nicht mehr normal. Scheiß Köter. Ah, jetzt rennen. Alter, ey. Ja, alles andere als geplant jetzt. Ich hab gar keinen Pfeil mehr. Super. Jagdinstinkt gespritzt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ja, gut. Ja, scheiße. Okay,
Das war jetzt weniger sinnvoll. Da muss ich auf den einen aufpassen, da muss ich es nochmal starten. Oh, ich wusste sowieso, dass ich wieder fehle. Oh, oh, oh. Zum Glück verliert man jetzt nicht wirklich viele Items, wenn man... ja... abkratzt. Jetzt bin ich... oh, ich bin ja schon wieder hier. Bin ich denn entfernt? Dann setze ich mir wieder den Wegpunkt, damit ich es weiß. Ich bin ja jetzt hier da, als ich beim Auto ausgestiegen bin, glaube ich. 80 Meter. Und bei Tag, das ist ein bisschen sinnvoller. Aber wie viele Pfeile habe ich noch? Okay, 5. Hab ich noch aufgesammelt. Da ist schon mal einer. Ich gehe mal da oben auf den erhöhten Punkt. Ich kann mal da die Leute dann erkennen. Beziehungsweise markieren. Das ist die scheiß Straße. Okay. Also ich muss echt aufpassen. Sonst geht das wieder gnadenlos in die Hose. Das Gute ist, der Eingang ist nicht so bewacht hier. Ich muss den Alarm finden. Ich muss den hier hinlocken. Das ist ja nicht mehr normal. Ja, er schlägt doch jetzt eher Alarm. Ey, dieses scheiß Viech da, das ist ja zum Kotzen. Ich muss dieses... ach, scheiße, noch eins. Hm. Wie machen wir das jetzt? Also dieses Tier da kotzt ja echt an. Das einmal markieren. Mittendrin davon ist wieder der Alarm. Super. Ich muss das ja Stealth spielen, sonst schlagen die wieder alle Alarm hier. Ich verpiss mich lieber. Lol. Lol, wie... lol. Ach, der Hund wieder. Ja, da haben wir jetzt eh gleich wieder Alarm geschlagen. Lol, was war denn jetzt wieder los? Wir haben nämlich jetzt Alter. Zum dritten Mal gefailt. Erstmal einen Schluck trinken. Oh Mann. So, nochmal das Ganze. Zum 18. Mal. Defensiv vorgehen. So früh wie möglich den Alarm abstellen. Erstmal die ganze Scheiße markieren. Dieses Raubtier macht eigentlich den meisten Stress, sag ich mal. So, da ist das Raubtier. Das schneide ich jetzt erstmal weg, das Viech. Ach, was mache ich denn? Oh, nice. Ja, dann so. Was ist jetzt los, Alter, ein Tiger? Lol, jetzt wurde ich vom Tiger getötet. Ey, was ist das für eine Verarsche?
ganzen schnellen Tiere von überall, ey. Boah. Das ist ja die absolute Fail-Folge zum vierten Mal. Alle guten Dinge sind fünf. Komm. Das ist ja abnormal, ey. Ich hätte die ganze Zeit mit dem scheiß Fotoapparat fort. Von da kam gerade ein Tiger. Okay, sieht's erstmal ruhig aus. Erstmal alles wieder markieren. So, da ist schon mal einer. Da, da. Also warten, bis der Tiger kommt. Hier erstmal die AEK bereithalten. Wo ist der Alarm? Was ist denn der Alarm? Okay. Die schlagen keinen Alarm, oder? Ach, ey. Scheiße. Und scheiß aber auch, ey. Jetzt muss ich mich durchballern. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Den Hund snipen kann ich auch nicht. Dann zum sechsten Mal. Also, ich scheiße. Boah, aber das ist aber auch die ganze Zeit wegen dem Alarm. Ohne Alarm würde ich mich da locker durchballern, aber na gut. Dieser Scheißhund, der nervt mich eigentlich am meisten. Sehr erstört, sagen wir es so. Okay, ich glaube, da haben wir wieder die ganze Montur markiert. Kann ich denn leisen Headshot geben? Okay, gemerkt hat das nicht. Also das ist relativ leise.
Boah, ey, was mache ich denn? Wieso haben die mich denn schon wieder entdeckt jetzt, ey? Das ist doch zum Kotzen, ey. Oh Mann, ey. Also, nochmal. Letzter Versuch, Leute, sonst gebe ich es auf und mache irgendwas anderes. Nochmal unter Fähigkeiten gucken. Ob es da irgendwas gibt. Zwei Fähigkeitspunkte. Zweimal länger stabil halten. Oh. Mit X wirfst du dich einen Gegner und tötest ihn. Das ist nice. Das ist aber auch richtig geil. Was ist das? Okay. Aber oh, dann lieber das hier. Ja gut. Neues Tattoo, okay. Tintenkleckse, okay. Also erstmal gleich wieder die ganze Montur markieren und ich weiß jetzt ungefähr, wie ich gehen muss. Ich glaube, da ist irgendwo noch einer mehr. Da, okay. Der Alarm ist da hinten. Und jetzt wird es wieder Nacht. Da sieht man ja auch richtig viel. Super. Ich muss irgendwie über die Straße kommen. Sehen die mich da gerade? Nein. Das hier. Ach. Die schlagen aber noch keinen Alarm, oder? Okay, gut. Wo ist der Alarm? Der scheiß Alarm jetzt. Die haben den Alarm, das weiß ich ja. Frage ist nur wo. Das. Scheiße. Ach ey, wo ist denn der Alarm? Okay, den haben wir gekriegt. Gut, Tierhäuten. Haben wir eine Gefahr weniger. Wo ist jetzt dieser scheiß Alarm? Okay, der steht relativ alleine. Da ist noch so ein scheiß Raubtier hinter. Ich lasse es lieber. Schieße in den Boden. Lol. Lol, warum jetzt schon wieder? Wieso jetzt schon wieder? Ey, was ist denn jetzt schon wieder los, ey? Boah, was mache ich denn hier die ganze Zeit falsch? Ich laufe da schon Stealth durch. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, wo dieser, der Dings sein soll. Ich laufe da jetzt einfach mit der Dings rein, mit der AK.
Ich verstehe auch tatsächlich nicht, wo. Wo der scheiß Alarm sein soll. Okay, das war schon mal gut. Das haben die nicht gemerkt. Und da wird mir jetzt auch der Alarm angezeigt. Geradeaus durch. Okay. Das ist der Alarm. Liegt direkt vor mir, wie deaktiviere ich den? Oh, da hab ich nichts gemacht. Das war ein Stein. Scheiße, 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 scheiße. Was läuft das außen rum? Okay. Das läuft nicht aus mich zu, oder? Scheiß Viech. Nein, 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 nein. Boah, super. Es ist halt schon wieder der scheiß Alarm. Ey, ich könnte kotzen, dieser verschissene Hund. Ich darf nicht schießen, ich muss die alle messern. Zwei hatte ich schon. Boah, ich bin so unfähig. Meine Fresse, ey. Dieser Hund bringt mich zum Kotzen, ey. So, zwei markiert. Wo ist jetzt wieder der Köter? Ich muss vielleicht die ein bisschen rauslocken. Da ist der Hund. Ging gut. Nice, das war gut. Schlägt der Alarm? Können jetzt schon wieder Verstärkung holen. Ach, ey, wie denn? Wie können die denn Verstärkung holen? Ja, komm, tötet mich. Komm, ich lauf rein. Ja, hier, töte mich. Zehn oder der Hund. Okay, wenn ich mich jetzt durchballer. Nur noch die. Ah, scheiße, so verschwendet man Munition, ey. Nur noch der, oder? Hab doch jetzt eigentlich alle, bis auf den Hund. Geht doch. Und ich habe mich durchgeschossen. Nice. Okay, das war jetzt zwar so alles ein bisschen gefailed, aber na gut, ich habe mir Außenposten geholt. Jetzt kann ich die noch alle durchsuchen. Leiche plündern. 7 Dollar. Das war jetzt gut. Wen habe ich denn alles mit Pfeilen getötet? Liegen hier noch irgendwo welche?
Hat er jetzt doch geklappt. Oh, Goldkette. Ich denke mal, das könnte was geben. Jetzt habe ich aber nur noch einen Fall. Ich habe erst eine aufgehoben. Wen habe ich denn alles hier noch weggeholt? Zur Not kaufe ich mir neue Pfeile. Was mache ich jetzt? Ach so. War zwar nicht wirklich Stealth gespielt. Und beim 17. Versuch erst, aber es hat geklappt. $250, wow. Was ist das? Kiste? Ach so. Grüner Pokerchip. $98. Das war doch gut. Immer schön die Tür hinter einem zumachen. Leiche plündern. Ah, super, $6. Und die habe ich, glaube ich, alle mit Dings mit Pfeil und Bogen platt gemacht. Ich habe aber immer nur noch einen. Hier waren doch auch noch welche, oder? Ach ne, ich habe die hier. Alles so, aber die Pfeile sind schon weg. Und ich habe es wenigstens geschafft. Gut, was ist das nächste Ziel dann? Also hier, das haben wir eingenommen. Hier ist ein Funkturm. Dann gehen wir da hin. Aber wie wir da hingehen und was wir da machen, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Es war wieder eine sehr lange. Trotzdem würde ich sagen, danke, auch wenn es jetzt wieder viele Fails gab. Ich sag damit, ciao Leute. Ich bin raus. Tschüss.